Hallo, hallo. Schönen Abend. Ja, schaut mal. Ich habe sie auch nachgebastelt. Diese Zaubersterne. Gibt es ja viele im Internet. Und unterschiedlich werden sie auch gemacht. Ich habe solche gewerkelt. Und Aufhängen. Ja, und zwar, das ist, wird so eine Perle, ne? Holzperle habe ich genommen. Sie wird dann ein bisschen hochgezogen und dann kann man den Stern einfach zusammenfalten zu so einem kleinen Büchlein. Ja. Ja, viele kennen diese Idee, diesen Stern. Ja, und habe ich dann auch ein bisschen klar abgewandelt, aber ist echt eine super Deko. Und dann sieht das so aus, ne? So wie so ein kleines Büchlein. Kann man dann verschenken. In eine Schachtel eventuell einpacken, sogar einen Briefumschlag legen. Ne? Und ja, und da so eine Version noch, ne? Habe ich dann auch echt sehr dekorativ, ne? Voll schön. Kann man Papiere wählen, was man so gerade möchte. So, und dann öffnet es sich und dann wieder kann man es zusammenfalten und dann hat man wieder den Stern in so ein kleines kompaktes Büchlein verwandelt. Ne? Ist echt auch zum Aufheben, wenn man fest vorbei ist oder so, und da kann man das wieder wegräumen und dann, wenn man es braucht, auf. Ich habe ein einseitig bedrucktes Papier genommen, so ein Designpapier, ne? Und diese weiße Fläche habe ich dann bestimmt eben. So. Kann man ja auch beidseitig bedruckt, das ist immer leichter dann, ne? Habe ich dann so eben gemacht. Und bei dem habe ich dann auch passend farblich das dann so gestempelt, auch mit kleinen Sternenstempel genommen, zweimal so aufgestempelt, ne? Hier in zwei Farben, ja, so entsprechend, was so hier dabei ist. Und dann ist das jetzt so eine Version. Und dann, ja, zum Aufhängen hier so ein hübsch, ne? Was hatte ich noch? Moment. Ja, diesen habe ich gemacht. So eine auch, ne? Das ist so ein alter Block aus dem Teddy mal. Ewig her hatte ich den mal gekauft und da dachte ich, ja, ist nicht so dick und da passt es zum so Art Origami, ne? So, da habe ich so gestempelt, auch ähnlich, und hier auch so in der Version. Jawohl, so, und das ist der Zauberstern. Finde ich schöne Idee. So, also, jetzt habe ich mir ein weihnachtliches Papier rausgeholt, so ein dickes. Ist auch ein großer Bogen, gab es mal bei Teddy, Jahre her. Und diesmal dachte ich, nehme ich den, weil er beidseitig ist, weihnachtlich.
Und das sind Maße. Man kann selber wählen. Eben Quadrate. Ne? Hier ist 4 mal 4. Und dann wird gefalzt bei je 2. Horizontal und vertikal. Ne? Wird dann gefalzt. 5 Teile braucht man davon. Und dann noch die Hälfte davon. 2 Stückchen eben. Ne? So, ich nehme es mal so rum. Von der Hälfte so. So eben 2 mal 2. 2 Stück, die gleichen dann. Ja, und da wird es dann, wie gesagt, gefalzt. Habe ich auch schon einiges vorbereitet. So eine Form braucht man dann, ne? Ich habe hier auch 5x5 vorbereitet. Die sind 4x4. Dann mache ich mal die 5x5 Version noch. Wie gesagt, dann sind es 2,5x2,5 Inch, ne? 2 Stück. Und das ist dann der Teil, ist 5x5 und bei 2,5 gefalzt. Ne? Sind dann 2, 3, 4, 5 Stück. Ne? Sind alle schon gefalzt bei 2,5 und bei 2,5. So, das ist das. Dann, ich habe extra dieses Falzbrett geholt, weil da habe ich so eine Querlinie, Diagonallinie. Und da, das ist die Vorderseite dann, was man hier möchte haben, ne? Da und da. Das ist dann oben. Und die Seite wird dann hier den Rand ergeben, ne? Dass man sich so orientiert. Und da auf der sozusagen Rückseite wird diese Diagonallinie geführt, gefalzt, ne? So. Ja. Und das wird dann auch so gefaltet. Bei den Sternen, da das dünne Papier, es ist so kein dickes Papier, ne? Braucht man gar nicht falzen, konnte man so einfach falten per Hand, ne? Und hier dickes Cardstock, ich meine dickes Designpapier, ist eine starke Grammatur, ist es besser falzen, ne? Hier ist ein bisschen. Schaue ich dann, dass sie auch die Linie perfekt liegt. Deswegen kann ich da auch noch ein bisschen justieren. Eventuell, ne? Wenn was abweichen sollte, dass es gut dann alles sich legt. So, und so ein Teil habe ich jetzt. Dann einfach mittig reindrücken. Und dann legt sich diese Form, ne, so eine Froschform. Ja. Und das ist das erste Element. Ne. Ja. Das ist dann die Version 4x4. Das ist die Version 5x5. Ne. Und die gleichen Teile haben wir noch so. Ja, und so weiter. Ich lege dann lieber immer so einen Block drauf, dass er ein bisschen die Form da fixiert. So und so weiter. Dann ist es wieder 5 und dann 2,5 mal 2,5. Und die Rückseite. Drehen wir wieder und dann schön die Linien. Legen, ne? Das ist echt gut, finde ich, dass wir da was haben mit dem Brett.
Falzbrett kann man dann solche Projekte machen damit, ne? Auch schön. Und dann schön gefalzt und dann, wie gesagt, drücken wir nach da und dann legt sich bei dicken Karton, ne? Da ist es. Aber es macht. Kriegt man hin. Und so weiter, ne? Ich lege sie mal gleich so hin. Ich beachte gerade keine Richtung. Wer möchte, kann es machen. Vom Muster und so, ne? Ich lege einfach so hin und fertig. Da noch mal die Linien ziehen. Soll ja richtig perfekt. So, und dann ist es wieder das und dann die drückt man so hinein und dann hat man wieder ruckzuck, ne? Hab schon geübt. Geht schon besser. So. Siehst du, da sperrt sich so ein bisschen, weil es möglich ist, dass man da irgendwo eine Linie ein bisschen geschoben sich hat. So. Und siehst du, geht ja. Richtig gut. So. Genau, da sind jetzt die Teile. Das ist dieser 5x5 Stern, die Teile dazu. Und da ist dann 4x4. Okay, so fange ich an. So. Ich habe alles Kleber, er hält gut. Und da mache ich damit. So, also dann das erste Teil nehme ich dann in die Hand und das guckt mich an, ne? Öffnet sich zu mir. So lege ich es hin. Dann trage ich den Kleber schön auf. Und die nächste. Das nächste Teil kommt auch so drauf. Müssen dann bündig so zusammengeklebt werden. Ne? So, also. So, ich lege dann
den Block drauf, dass er, ich kann zwei Stück machen, sicher ist sicher. So, und dann kann ich noch die nächste, ist egal welche Seite, Hauptsache er guckt mich an, ne? So. Kommt wieder Kleber drauf. Dann nehme ich wieder einen, dass er so wieder ausgerichtet ist. Und dann klebe ich noch zwei Teile zusammen. Ne? Kann ich auch die noch fixieren. Ne? So, dann habe ich noch ein Teil. Das wird dann hier die ersten zwei jetzt noch aufgeklebt. So, ne, Schritt für Schritt wird zusammengebaut. Geht schnell eigentlich. Hauptsache der Kleber soll sich festziehen und wieder so alle Teile gucken zu mir. So, das dann, das ist dann, hier sind dann drei schon zusammengeklebt. So, das da. Genau. So. Dann, es spielt ja keine Rolle, man macht hier welche Seite oder so, ne? Dann mache ich hier wieder Kleber drauf. Müssen eben alle fünf aufeinander geklebt werden. Ne? Und dann nehme ich das Ganze und lege es hier drauf und wird verklebt. So, und das ist erstmal, der Block ist jetzt zusammen, das Büchlein. Genau, so weiter. Ich brauche eine Schleife. Ich habe da so weihnachtliches Band rausgeholt. Ich glaube, hier habe ich grün. Das könnte schön passen. Ne? So, und dann nehme ich mal so circa 38, 40 cm Band. Ich messe ungefähr ab so. Und das reicht, ne? Schleifenband. So. Und das wird mit einem starken doppelseitigen Klebeband erstmal fixiert. Ja, ist besser, dass das hier richtig schön trocknet. Aber ich glaube, es geht schon. Und dann haben wir, ne, so ein Teil. So, und dann wird ein Ende von dem Band aufgeklebt. Ich nehme es einfach so drauf und schneide etwas länger ab. So. Und das klebe ich jetzt mit der Seite vom Klebeband nach unten, ne, nehme ich das Klebeband nach unten und lege das dahin, so in die Ecke so rein, ne? So dass das schön in die Spitze, in die Ecke rauskommt. Ja, und dann wird dann alles mit alles Kleber verklebt. So, gebe ich noch ein bisschen hin und dann rundum. Auch auf das Band mache ich Kleber. Alles Kleber, wie gesagt. So. Und da kommen jetzt diese Abschnitte
zum Einsatz. Ja, dann nehme ich es eben so, wie es auch da ist, und klebe drauf. So. Ja. Das da. Und da immer das Band schön in die Ecke legen. So, ich drehe es um. Erstmal ein bisschen fixiere ich. So, dann kommt das zweite Ende vom Band. Das kommt so, soll man es gerade legen und so umschlagen. Und da kommt wieder ein Stückchen doppelseitiges Klebeband von unten wieder dran. Ich nehme so circa, das ist nicht wichtig. Ich habe Sachen, dass man es schön fest hat. So. Und dann schön legen, dass es keine sich nicht umschlägt, ne? So, das ist die Seite. Und mit dem doppelseitigen Klebeband klebe ich es nach unten drauf. Hier, da lege ich auf dann, ne? So. So. Dass es schön fest wird. Und dann wieder alles Kleber. Auch auf das Band drauf. So. Schön akkurat soll es gearbeitet werden, dass da alles gut ausgerichtet wird und das Band soll wieder so in die Ecke rausgucken, ne? So, dann haben wir schön bündig das, den Aufleger ausrichten und auch die Seite. Und so, das Band soll richtig schön parallel aneinander so liegen, ne? Das ist wichtig. So, weil da wird noch eingefädelt in eine Perle, zeige ich gleich. So. Ja, ich habe so aus dem Teddy, ne? Letztens hatte ich mal gekauft diese Perlen, weil ich habe ja auch aus Action und das sind die kleinsten. Klack, könnte für so eine große könnte ich auch die nehmen, ne? Nehme ich mal. Und da hatte ich die in den bei dem Stern hatte ich diese genommen, ne? Das sind 10 cm eine Variante. So, ich mache dann mal das auf und nehme so eine Perle. Na komm her. So, Kleber kann zu. So. Und da kann ich sie dann reinstecken. Ist immer gut, wenn auch das Loch in der Perle groß ist, ne? Weil zu klein, das ist dann schwieriger reinzubekommen, die Schleife. Und da ist es reicht das, würde ich sagen. Und dann nehme ich so eine Prickelnadel und ziehe das dann mal mit raus, ne? So hat man so einen Helfer, die Schleife da durchzubekommen und so richte ich dann schön die Schleife. So ist es geworden, ne? Ja, da soll sie schön mittig sein. Das ist ja noch nicht trocken, ne? Deswegen kann man da noch ein bisschen justieren. So. Also,
Und da hat man so ein Hängerchen dafür, ne? Das dann zieht man dann ab und kann dann das Büchlein öffnen. Und das wird dann zu einem Stern. Hier, ne? Ist so cool, finde ich. Ein Hammer-Effekt, ne? So, dann. Und dafür ist die Schleife da, die fixiert dann den Stern. Da muss ich noch ein bisschen festhalten, dass es verklebt. So, guck, haben wir die Seite. Schön, ne? Und dann hier auch. Und seitlich ist dann so. Auch schön, ne? Ist groß geworden. Das ist die große Version. Im Vergleich, wenn ich jetzt sage, das sind 10 cm, ne? Und das sind 5 Inch. Schon groß, ne? Kann man dann verschiedene machen, gleich aus gleichem Papier. Und deswegen habe ich hier 4x4. Werde ich noch eine dazu werkeln, hat man dann ein Pärchen. Und da brauche ich dann nichts stempeln. Ich habe da ein doppelseitiges Papier, ne? So, und dann wieder kann ich dann, wie gesagt, die Perle wieder hochziehen. Und dann schließt man wieder dieses Büchlein. Die Perle kommt dann wieder zurück. Und dann schauen wir, dass die Schleife richtig liegt. Genau. Und so. Sieh an. Ne, hat man so ein kleines Büchlein. Man könnte auch noch hier dekorieren. Auch ein paar Fotos machen. Ne? So eine Fotokollage könnte auch mit so einem Stern gemacht werden. Ne? Ja, eine Weihnachtsdeko. Ja, das ist der Stern. So, ich werde es noch wahrscheinlich ein bisschen unter den Blöcken liegen lassen, dass es schön verklebt. Und dann bin ich soweit durch. So, ihr Lieben, das war die Anleitung zu diesen Sternen. Man kann beliebig Größe wählen, größer, kleiner, mini, klein, alles, ne? Ja, es ist keine neue Idee. Und ich wollte sie mal auch basteln. So, dann mache ich Schluss. Danke fürs Zuschauen. Tschüssi.